Ich habe einen Moment weggesehen. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich einen Bären bei der Bank stehen. Das ist das Werk der Götter. Vielleicht bestrafen sie uns. Weswegen? Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Daddelzeit hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Und Ceres ist schon kräftig am Reden, da sollte ich mich mal umschauen, was so ich entdecke. Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Bissspuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Oh, das klingt ja richtig übel. Mal sehen, haben wir hier genaueres? Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Der hat Eindruck hinterlassen. Ah, die Bären sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, aber erstmal nochmal hier. Vielleicht finden wir ja doch noch Otto. Irgendwas Interessantes. Mist. Der ist ja noch ein Kind. Das ist richtig böse, wenn es Kinder auch noch erwischt. Und also ein Bär. Gucken wir da mal nach. Ah, da darf ich wieder alles Mögliche. Erstmal die Gliedmaßen. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Dann mal weiter. Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Irgendwas Druidisches oder so? Mäusack? Wer weiß? Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig. Bevor er fermentiert ist. Seltsam. Okay, das sind definitiv halb mal Anzeichen Mensch, hier. Bär, wie ein Lykanthrop. Der Mond ist nicht voll, also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Ja, mit Tränken kennt er sich ja auch noch aus, von daher gute Idee von alle Geralt. Die Hörner sind leer. Genau, nehmen wir dann mal hier was anderes unter die Lupe. Erdiger Geruch im Bärenmaul, etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft, der kommt von woanders im Raum. Jo, dann gucken wir doch mal, wo das woanders ist. Zum Beispiel hier ist es. Da ist sogar noch ein volles Horn. Perfekt. Hier. Met mit irgendeinem Pilz versetzt. Und Menschenblut. Ceres. Eine Wache okay, gesehen, wir sind wohl fündig ist. Geworden. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Oh, das möchte ich ja erklärt haben. Das scheint ja etwas Traditionelles fast schon zu sein. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm, fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Na, ob sie das auch erkennt? Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Chord könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Wobei ich roten Met durchaus gerne mag. Aber roter Met, den ich mag, der ist eher... Ja. Das ist Met mit Kirschsaft vermischt, nicht mit Blut. Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier noch? Vermutlich nichts Neues. Nö, hätte mich auch irgendwie stark gewundert. Mal sehen, vielleicht noch beim Bären. So, Kleiner. Nee, dich darf ich auch nicht untersuchen. Na, dann lassen wir es eben. Und gehen mal hinaus in die weite Welt. Und schauen, ob wir hier
bei Jord was Genaueres rausfinden. Das ist Jord. Na dann. Ach so, das ist der. Ja, gehen wir doch mal hin. Unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Jo, der schreitet auch sofort zur Tat. Das finde ich sehr löblich. Das ist der Norden. Da wird nicht lang geschnackt. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Maldrömme. Maldrömme noch nie gehört. Nö, da muss ich nicht genauer nachfragen. Da möchte ich gleich zum Pilz kommen. Das passt irgendwie am besten. Maldrömme. Nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mordrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Ja, dann gibt es offenbar unter den Streitern hier doch auch einige Berserker, wenn die sich durch Sonne Visionen zu einer Verwandlung verleiten lassen. Nicht schlecht, beziehungsweise in diesem Falle tatsächlich schlecht. Na gut, ich folge dir dann mal hoch, damit wir runtergehen können oder so ähnlich. Schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie die armen Leute, die hier schrubben müssen. Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Jo, wird mal wieder Zeit oder so ähnlich. Nee, ich folge dir mal ganz auffällig, unauffällig, wie auch immer. Du wirst schon wissen, wo es lang geht. Das ist ja auch stattliches Gemäuer hier. Kann man nicht anders sagen. Ich wusste es. Ah, das kenne ich hier doch. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Hier war ich schon mal. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Aber holla. Oh, hier gibt es auch noch gut was zu futtern. Also wenn wir noch nicht satt sind, dann... Also ist jetzt nicht direkt hoffe, Futter wirklich, gewesen. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht. Und nicht nur aber auf irgendwelche Kampf Dinge. Aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Oh ja, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wenn schon, denn schon. Kleingriffen. Boah, da kann man sich ja richtig die Kante geben. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, ich hab doch schon Alkohol gefunden. Wenn auch nicht unbedingt den Met, aber... Stank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Oh, da kann ich ja auch mal zugreifen. Bisschen Alchemistenpulver ist auch nicht zu verachten. Na, dann schnuppern wir mal, was es hier so gibt. Da bin ich aber froh. So, untersuchen wir das Ding mal. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Oh, das erklärt einiges. Noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Art. Schnell. Wenn schon, denn schon. So. Na, da sind wir doch gut rausgekommen. Götter,
Ausnahmsweise habe ich mal schnell geschaltet. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. So, einmal ein Schildchen, man weiß ja nie. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Jana und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Oh, ein Ort der Macht. Das ist das Fragezeichen, glaube ich. Nur da gönnen wir uns doch mal den Extrapunkt. Wenn schon denn... Oh, Holzwert. Wenn schon denn schon. Schade, dass man mit Geralt nicht auf so ein Holzwert kann, aber ich glaube, das würde auch so ein bisschen die Rolle ein wenig unglaubwürdig erscheinen lassen, wenn er sich plötzlich auf so ein Holzpferd setzt und rumschaukelt und was nicht alles. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Muckwi, Muckwi. Aber erstmal möchte... Oh, das lohnt sich ja richtig. So viel Zeit muss sein. Kann ja auch der Dieb gewesen sein. Nicht der Dieb, der Täter. Muss ja nicht bedeuten, dass Geralt hier gestohlen hat, nur weil er sich da umgetrieben hat. Und Ceres wird schon wegschauen. Ui, ein kleiner Datzbock-Runenstein. Sowas feines aber auch. So. Das reicht, glaube ich, so langsam. Ah, da haben wir doch... Ah, nee, das war ja die wilde Jagd, das Buch hier. Das brauche ich wahrlich nicht. Davon haben wir genug. Dann mal weiter. Alter, gibt's hier viel. Mal gucken, was es hier so gibt. Joa. So, das muss aber erstmal ausreichen. Weiter geht's. Schade, ich dachte, da wäre jetzt noch das Waffenregal zu plündern mit irgendwelchen magischen Awesome-Waffen, aber irgendwie nicht. Da sehe ich doch was. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Na dann kann ich auch Fußspuren verfolgen, wenn jemand so achtlos war. Oh ja. Der letzte Wunsch. Ja, den habe ich aber schon gelesen. Sowohl in-game als auch das Büchlein, das es tatsächlich gibt. Habe ich doch schon. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Los! Jo, dann mal hinterher, aber zack, zack. Gut, da werde ich nicht groß plündern. Jetzt gilt es, zur Tat zu schreiten. Gut, eigentlich auch schon vorher, aber egal. Nehmen wir mal nicht so genau. Nimm dir ein Pferd, wir reiten ihm nach. Yay, Plötze, du darfst mal wieder Gas geben. Verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Der wird doch keine Chance haben, nicht gegen Geralt, Mega-Reiter hier. Chance. Das werden wir ja sehen. Darf ich den erst angreifen? Erwischt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Ach, der lebt sogar noch. Kein Angreit! Sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant.
Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Jo. Dann lag ich doch gar nicht mal so schlecht, wenn mit meiner Vermutung, dass Birna da schuld ist. Nur der Name fiel mir da nicht ein, aber das ist ja die Dame, Warum die ich genannt habe. Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Swanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Naja, so einen König will man nun auch nicht unbedingt haben. Aber brauchen Beweise. Wir brauchen einen Beweis. Ohne geht's nicht. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt keinen Sieg. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Zusammen mit dem Wort vielleicht. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Serizan Kreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ja, ich kann für das bürgen, was Ceres sagt. Ich glaube, das hilft nicht unbedingt. Deswegen den anderen Beweis mal daherbringen. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ja, nee, ist klar. Die sind doch irgendwie auch gekauft, habe ich den Eindruck. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt, Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Ah, jetzt kommt so, die Aufklärung. Nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker. Der tut was Gutes gerade. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie. Den Clan. Swanrig, ich glaub, du stürzt gleich runter. Ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat.
Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Zwanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ja, sehr gerne komme ich damit. Warum auch nicht? Die Frage ist, wird das jetzt direkt dann rübergehen, oder nicht? Wie ich es mir dachte. Gut, brechen wir auf. Na dann. Mal gucken, mal schauen, was sich da so ergibt. Und es lädt und lädt und lädt. Ah, da sind wir ja. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir die Treue. Ein Glück, ich habe ihr geholfen. Das ist mein Mädel. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! Ja, da bin ich aber mal gespannt, ob wir noch die Spätfolgen des Ganzen sehen werden. Oh, ein Achievement. Kingmaker bin ich. Hui. Ach, schnacken wir noch mal mit ihr. Wenn schon denn schon. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Ich bin aber gespannt, ob sie sich auch als Königin am Ende wirklich eignet, weil ich glaube, manchen wird das sauer aufstoßen, wenn sie nicht so heißblütig reagiert, wie man es gerne hätte. Aber egal. Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ja, na dann, lebe wohl, Fräulein Königin. Der Geralt, der sich sonst nicht in Politik einmischen mag, hat zufälligerweise Einfluss auf die Wahl zur Königin gemacht. Ich drück dir die Daumen. Warum nicht?
So viel zu seiner Abneigung gegenüber Politik. Aber gut, das war sie, die Folge, wo wir eine Königin gemacht haben und das Ganze aufgeklärt haben vorher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch dabei, wenn es vielleicht weniger zu feiern gibt. Bis dahin, ciao, ciao.